Das tolle sonnige Wetter der letzten Tage auf Sylt ließ den Besucheransturm auf den beliebten Hausfrauenflohmarkt auf dem Rathausvorplatz in Westerland noch einmal anwachsen. Schauen, feilschen, schöne Dinge finden. Den ganzen Sommer über wurde getrödelt und das für einen guten Zweck. Die Einnahmen aus den Standgebühren fließen zu 100% in insulare Schulprojekte. Am Donnerstag, den 29. September, findet vorerst der letzte Hausfrauenflohmarkt statt. Im nächsten April startet der Trödelmarkt dann wieder in die nächste Saison.